Willkommen zurück zu Need for Speed Hot Pursuit. Ja, passiert. Ja. Jetzt sind wir bei Folge 3 und ich habe die gerade spontan nach Folge 1 und 2 aufgenommen. Dann habe ich eine Pause gemacht von 2-3 Stunden und dann mache ich jetzt Folge 3. Darksiders habe ich inzwischen nicht probiert. Jetzt ist es 18 Uhr oder so, aber das war noch ein bisschen Zeit. Mal gucken und ja, wir machen gleich weiter, würde ich sagen. Ich habe nicht irgendwie Bock. Ach gut, ich bin dann ja vorhin auch noch so eine halbe Stunde oder so hier einfach mal blind gefahren, so ein bisschen freie Fahrt. Hab festgestellt, dass irgendwie alles zusammenhängt. Also hier zum Beispiel sieht man noch die ganzen Wege auf der Karte. Ja, super, das habe ich jetzt auf der Karte wirklich gezeigt. Das hat kein Mensch gesehen. Ja, man sieht halt diese Straßen und die sind auch wirklich miteinander verbunden und man landet wirklich immer bei diesem Kreuz hier zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob die Karte dann noch später größer wird, dass man dann noch mehr sehen kann. Weil bisher bin ich dann doch nur irgendwie immer im Kreis gefahren. Nur halt ist es ein großer Kreis, der nicht so schnell auffällt. Bei freier Fahrt. Oh. Welchen Wagen fahre ich denn jetzt hier? Und was ist das überhaupt, was ich jetzt hier mache? Ein... Okay. Ein Sportwagen ist ja wenigstens schon mal gut. Na gut, einfach mal testen, was das hier genau wird. Ja, ja, komm. Ein bisschen schneller laden. Wir wollen ja auch noch Gas geben. Und da kann ich auch mal auf die Uhr gucken. Und ja. Achso, überspringen. Ja, genau. Oh, das die Wagen sieht schick aus. Der wird bestimmt... Doch, der fährt schon gut. Ah, sechster Gang aber schon. Der wird eindeutig nicht so schnell werden wie der andere, wenn ich immer fahre. So, da vorne ist die erste Kurve. So, das liegt doch gut. So, weiter geht's. Ich glaube, die Musik, der Ton ist gerade ein bisschen leise. Ich hoffe, das stört jetzt nicht, weil ich habe gerade keine Hand frei, um den lauter zu machen. Das ist gerade das Problem. Da kommt aber jetzt eine scharfe Kurve. Oh, schön, schön. Und Gas. Boah, das läuft eigentlich ganz gut gerade. Jetzt nicht so gut, aber das war auch noch okay, würde ich sagen. Wir sind ja nicht rausgeflogen. Wir haben auch nicht mal was gerammt. Wenn doch, habe ich nicht gesehen. So, und jetzt sind wir schon wieder bei der Kreuzung. Ich weiß nicht, ob das die... Ja, ich glaube, das... Nee, das ist doch... Nee, nee, ist eine andere Kreuzung. Und jetzt geht's. Eine Beugung nach links. Gut, dafür brauchen wir noch nichts. So. Boah, das war auch cool. Also wäre da uns was entgegengekommen, dann hätten wir vermutlich ein kleines Problem gehabt. Ist aber ja zum Glück nicht. Ah, hier ist die Brücke. Wow, scheiße. Hat noch funktioniert. Die Wand hat uns wieder gerade geschoben. Wäre logischerweise eigentlich nicht gegangen, aber wir nehmen das jetzt mal so hin und bedanken uns dafür. Den hätte ich eindeutig gerammt, hätte ich das nicht gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Ja. Ja, eigentlich sind wir ja gut dabei. Da vorne ist die Ziellinie. So, nochmal Nitro. Das schafft man nicht. Silber war das Maximum. Das war aber echt so. Wir sind ja echt gut gefahren, da kann man jetzt echt nicht meckern, würde ich sagen. Wir sollten froh sein, dass wir Silber geschafft haben. So, ja. Wir haben leider nichts freigeschalten bekommen, so wie ich das sehe. Schade. Aber ist okay. So. Ja, dann haben wir das hier gemacht. Dann machen wir jetzt hier. Oh, das ist ein Rennen. Darauf freuen wir uns jetzt schon. Rennen machen ja richtig Laune. Besonders wieder denselben Wagen. Okay. Ja, jetzt wird interessant. Ein Rennen.
Rennsport. Ich weiß gar nicht, ob das Exotik oder Exnom oder so hieß, wo ich diesen richtig schicken Wagen fahren kann, den ich am liebsten fahre. Ich weiß gar nicht, in dem ganzen Let's Player habe ich den noch nicht fahren dürfen. Nur immer so freie Fahrt, dann fahre ich den sehr schön, gerne. Der kommt dann auch wirklich auf 350 km/h oder so, das ist sehr schön. Obwohl ja wirklich die schnellsten Autos der Welt 430 oder 480 sogar einer schafft. Ich glaube 480 fast. Kostet aber auch eine halbe Million oder anderthalb Millionen. Bin mir gerade gar nicht so sicher, obwohl das ja ein großer Unterschied ist. Komm, wir gehen hier auf die Seite, damit wir gleich ein bisschen Nitro haben. Oh ja, genau. So. Ja, genau. Nur weil wir da drauf gefahren sind, sind wir jetzt letzter. Ja, genau. Das kriegen wir schon wieder hin. Sind da keine Noobs mehr, ne? Na, eigentlich schon. Multiplayer. Wollte ich eine Partie fahren. Hab dann schnell das Spiel geklickt, ja. War dann noch einer drinne. Stand erstmal nichts, welches Level der ist oder so, ne? Und der war dann Level 20. Ja, der ist dann auch gleich aus dem Spiel gegangen, ganz ehrlich. Nachdem das Spiel gestartet ist, ist er schon aus dem Spiel gegangen. Ich habe 9000 Punkte oder so gekriegt und ich glaube, ich habe keinen Wagen gekriegt. Glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Das ist ja nicht mal scheiße, ne? 5 Unfälle. Toll. Ja, und das war jetzt nicht meine Schuld. Ich hätte ja nicht wissen können, dass sowas was passiert. Also es wird jetzt hart, wirklich noch auf den ersten Platz wieder zu kommen. Ich werde jetzt versuchen, fehlerfrei zu fahren, also auf jeden Fall besser fahren als vorher. Ich spare, wie ihr seht, auch schon gerade das Nitro. Ja, leider lenkt er manchmal, also das liegt auch an der Geschwindigkeit, klar, ist ja auch normal so. Wenn ich so schnell fahre, dass er dann so schlecht lenkt, das ist, glaube ich. Das darf ich jetzt wirklich nicht so kritisieren. Außerdem finde ich das Spiel von der Grafik, Optik ja 2010, gutes Spiel, 2013, okay, gutes Niveau eigentlich noch, kann ich jetzt nicht so meckern. Kostet jetzt auch noch 20 €, wenn ich das richtig gesehen habe. Hab so 2,50 oder so gekriegt. Finde ich alles super. Schnäppchenjäger. Zu extrem. Also, Platz 1 war ja noch locker möglich, scheinbar. Oh nee, was ist das denn? Wieso ist das denn doch? Das wusste ich jetzt nicht, ne? Aber jetzt wird's echt hart, weil ich glaube, das Rennen endet da vorne gleich. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das links oder rechts geht. Ja, super. Okay, wir sammeln mal wieder ein bisschen Nitro, damit wir vom Platz 3 dann ganz schnell hochkommen. Auf 1 vielleicht noch. Oder auf 2. Okay, im Tunnel wird es wohl schlecht enden. Von daher. Was? Ich dachte, oh, ich muss da raus, dachte ich. War jetzt nicht wirklich so schlau. So, das wird ja eine Doppelkurve, da müssen wir aufpassen. So, das heißt einmal so. Was? Das bleibt uns jetzt kaum noch übrig. Ein Kilometer bis zum Ziel, das kann ja nicht so weit sein, oder? So, jetzt aber noch mal mit Nitro ins Ziel. Yeah. So, da muss ich jetzt einfach mal klatschen. Wieso denn steige ich denn immer auf? Ich bin doch schon, oder nicht? Ach, egal. So. Komm, jetzt will ich einen neuen Wagen. Ja, da krieg ich doch einen neuen Wagen. Ja. Wie jetzt? Jetzt muss ich 105.000 sogar machen, sogar 15.000. Oh, nö. Okay, 120.000 bin ich dann Verdächtiger, oder? Ich hab's gerade nicht gelesen, scheiße. Oh hier, Performance-Serie, Jaguar, oh, geil. Naja, sieht auf jeden Fall schick aus, aber
Ein Rennwagen sieht es nicht aus. So, gut, das haben wir geschafft. Also eigentlich müssten wir das, glaube ich, auch schaffen, sonst wird da nie Gold. Ah gut, wir machen jetzt den hier oben, ne? Wie, 1 von 2. So, da müssen wir nochmal fahren, oder was? Ach, okay. Jetzt verstehe ich das. Gut, da gibt es also 6 Möglichkeiten oder so immer. Und, okay. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte nicht erwartet, dass die Karte noch größer wird, ne? Dass man noch mehr sieht. Also ist das vermutlich schon die Gesamtkarte. Aber ich stelle mich ja, glaube ich, gar nicht mal so blöd an. Obwohl das mit dem einen, wo wir Silber hatten, ja. Ich finde das jetzt ein bisschen doof, dass wir da echt Gold machen müssen. Um halt das nächste Rennen dort starten zu können. Also so wie ich mir das vorstelle. Das Problem ist da ja einfach nur, wie schaffen wir das? Nämlich bei Silber bin ich ja schon so gut wie fehlerfrei gefahren. Gut, einen Ditch an die Wand hatte ich. Aber der wird ja keine 6 Sekunden gekostet haben. Ist halt immer diese Schwierigkeit mit dem Verkehr, aber klar, das ist ja auch, das soll ja auch so sein. So. Oh shit. Ist ja Nacht. Fahr ich überall mal je. 3 Uhr. 10,8 Kilometer. Ah, klasse. Ah, das kann ja was werden. Oh, das ist gleich der neue Wagen, wa? Der Jaguar. Ich habe ja keine Ahnung, aber würde ich wohl meinen. So, da liegt jetzt das erste Problem. Was? Der driftet aber schlecht. Aber ich tue. Super. Aber ich mag den Wagen nicht, sorry. Hätte ich mir da einen anderen aussuchen können? Ich hätte, glaube ich, nur die Farbwahl, oder? Den finde ich hier nämlich... der sieht schick aus, aber ehrlich, mit dem kann ich nicht fahren. Der ist auch so... Hier, guckt euch mal, wie schwerfällig der ist. 185, 86... Da kommt ja nichts. Ein bisschen Nitro zum Aufholen. Ach, guck mal, selbst mit Nitro habe ich ihn gerade auf 210. Jetzt geht der Berg zwar runter, jetzt wieder auf jeden Fall schneller fahren. Was? Der driftet echt schlecht. Ja, jetzt werden mich alle flamen. Das war knapp. Da auch keinen mehr eingeholt. Na komm schon. Kann ja nicht so schwer sein. Das sind ein paar viele Sekunden. Ich bin mal letztens einem hinterher gefahren, um zu sehen, wie schnell so ein normaler Fahrer hier fährt. Ist 90 gefahren, ist ja auch angemessen für eine Landstraße so, ja. Ja, ich habe übrigens auch Führerschein. Von daher weiß ich sowas. So ein bisschen. Ah, wenigstens haben wir einen wieder eingeholt. Musst du echt ganz früh mit dem hier driften, damit du überhaupt noch die Kurve kriegst. Aber jetzt, wo ich es ein bisschen raus habe, vielleicht wird es jetzt besser. Oh, hier war ich auch schon mal. Das war eine scheiß Gegend. Hab ich 2 Sachen, glaube ich, gerammt. Ein Kilo... Ich glaube, das Rennen müssen wir sowieso nochmal machen. Das sieht auf jeden Fall... Was, das war's? Ja, toll.
Ja, also, das werden wir wohl noch mal machen müssen. Okay, dann fahren wir das Rennen nochmal und dann war es das auch für die Folge eigentlich schon. Also probieren wir es einfach nochmal, ob wir es schaffen. So. Oh, doch, ich kann hier wählen. Klasse. Ich dachte, ich hätte den einen nur zur Auswahl. Oh, der hier wäre bestimmt gut. Ja. Der hier oder der hier? Ich glaube, mit dem hier bin ich schon mal ein Rennen gefahren, ne? Dann nehmen wir den hier. So, in der schwarzen Edition, damit wir gewinnen. So, und jetzt hauen wir sie alle weg. Ich sehe das kommen. Jetzt, wo wir schwarzen Wagen haben, richtig geil hier mit Caprio und alles, ne? Dann hauen wir sie weg. So, also. Na komm, komm. Bisschen schneller. Bin ja voll nervös jetzt hier. So, komm. Ladi, ladi, ladi. Ist eindeutig weg gleich. Wenn gleich hier so abgehen. Ist ja wieder Nacht. Ja, bleibt vermutlich so, ne? Ja, na gut. Wir gewinnen trotzdem jetzt. Jetzt haben wir einen besseren Wagen. Jetzt geht's hier voll ab. Oh, hier, der fährt sich auch schon viel besser. Ja, da merkt man ja gleich. Oh, hier. Oh, ja, hier. So muss das am Anfang laufen. Ja, hier. Aus dem Weg. Genau. So läuft das da schon viel besser. Ja. So will ich das sehen. Schön gemacht. Schön, schön. Was? Ich habe mit Nitro und die ganze Zeit mit Vollgas gearbeitet und die können mich trotzdem überholen. Mann, die müssen echt schnelle Wagen haben. Gott, wie... Ja, bestimmt schon eine Sekunde Abstand oder zwei zu mir. Mehr. Ja, gut, das war noch okay, würde ich sagen. Ey. Sauerei hier. Kann mich doch hier nicht vorführen. Jetzt wäre ich so ein Noob hier. Natürlich bin ich noch ein Noob, aber egal. Das wissen die ja nicht. Denk ja, ich bin ja voll der Pro. Schwierigkeitsgrad gibt es übrigens halt, ne? Übrigens nicht. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Bei Schwierigkeitsgrad weiß ich nämlich nie, welchen ich nehmen soll. Oh, das war aber auch gerade noch knapp. Zum Glück waren wir wegen den Driften so langsam geworden. Dazu sage ich jetzt besser nichts. Da ich ja weiß, dass das Rennen gleich vorbei ist und wir Platz 6 sind, sieht das wieder mal nicht so gut aus. Sparen jetzt erstmal wieder das Nitro. Wir gehen jetzt auf die Überholspur. So. Okay, das war okay. Jetzt sind wir drei. Die ersten beiden sind ziemlich weit vorne. Shit. Der Drift war vorbei. Ja, und wie gesagt, Handbremse benutze ich halt nur, um zu drehen. Weil sobald man das drückt, dreht man automatisch. Gleich 180 Grad. So, komm. Nein! Och nö! Komm, wehe, ich fahre jetzt gegen die gelben Dinger. Einen habe ich erwischt. Na gut, wir hatten wohl so viel Vorsprung zu denen hinter uns, dass die uns niemals gekillt haben. Aber da vorne ist schon das Ziel. Shit. Ja gut, wir waren besser als gerade. Da kann man schon mal nicht meckern. So, wie sieht's denn aus?
glaube, das... Doch, ich habe zwei Videos von Need for Speed gerendert heute. Genau. Ja, wenigstens wenn wir die 105.000 knallen, bin ich mir sicher. Ja. Zwei neue Belohnungen sogar. Okay. Neue Serie? Neue Serie verfügbar? Okay. Was soll denn das heißen? Neue Serie verfügbar. Ich habe keine... Super-Serie. Achso, das wird dann wohl einer der Wagen sein, der gleich aus der Super-Serie... Oh, Keile! Den will ich fahren! Den will ich fahren, den will ich fahren, den will ich fahren. Oh, jetzt ist tatsächlich was neu geworden. Hier, dann machen wir auch gleich mal. Und ist das mit der Super-Serie? Wäre natürlich super klasse, ne? Aber bestimmt nicht. Da muss ich den da fahren. Och, ja, wir fahren den ja. Aber nur eine Runde. Oh, der muss rot sein. Sonst sieht das nicht aus. Und schwarz passt leider nicht dazu. Sehr schade. Ja, doch, passt schon dazu, aber nicht zum... Ja, nicht zum Rennen. Normal schon. Rennen muss schwarz sein. Na komm. Oh ja, die Brücke kennen wir ja auch schon. 7 Uhr morgens. 11,6 Kilometer. Leider nicht so einen schönen Wagen, aber das packen wir schon. So. Jetzt geht's hier gleich aufs Stadion. Jetzt aber. Ich habe meinen Radiosender umgeschaltet. Ach jetzt, ich hätte ja auch mal den Ton lauter machen können, habe ich völlig vergessen. Ah egal, das passt schon. Ja, Beschleunigung geht momentan sogar noch. Da bin ich echt noch überrascht worden. Oh, okay, die Strecke, die ist echt schmal. Ja, jetzt regen wir uns auch nicht wegen dem da auf. Da vorne kommt gleich die Haarnadelkurve. Aus, wie heißt die Strecke? Ungaroring, Ungarn. Haarnadelkurve. Nein, nein, nein. Wenn ich früher auf die Karte geguckt hätte, ich gewusst, dass da eine Kurve kommt. Super. Ey, du bist echt eine Lahmkrücke Nummer 5, oder? Jetzt Nummer 6. So muss das laufen, genau. Ja, mal sind sie so schnell, mal wieder so langsam. Ich finde das ganz komisch an der KI. Jetzt aber beschleunigen wir ihn wieder weg. War! Blöde Abkürzung nehmen wir hier. Wenn ich wusste, dass das eine Abkürzung ist, wäre ich da eh nicht lang gefahren. Weil ich die eh verpasst hätte oder so. Ja genau, rammt euch gegenseitig, damit ich vorbeikomme. Kann das denn da vorne nur zwei? Da vorne ist ein. Nee. So, okay, das ist eins. Gut, 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 gut. So, komm. Schon wieder so eine Haarnadelkurve, aber nicht ganz so schlimm. Ihr könnt nicht gewinnen. Ich bin am Start. Mohahaha. Geh sterben, geh sterben. Geh sterben. Sorry. Er will aber nicht.
Was? Leute, 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 nicht überholen, wenn ich gerade am... Leute, da ist die Ziel gerade. Komm schon, schneller Wagen. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Muskelreflex, ja genau. Ja genau, wir hätten echt Erster werden sollen, so gut wie ich gefahren bin, ja. Bin ja voll eingeschnappt. Schade. Na gut, hat nicht geklappt. Klappt beim nächsten Mal vielleicht. Vielleicht. Aber der Part war jetzt auch lang genug. Also sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, hat Spaß gemacht.